Ja, hallo liebe Freunde, ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, dass ich erneut eine Verwarnung und eine dreimonatige Sperre von YouTube bekommen habe, wegen eines meiner Videos, welches lautete die Toleranzlüge. Mir wurde da Hassrede vorgeworfen und eine Verletzung gegen die Community-Richtlinien. Ich wollte deshalb noch einmal darauf hinweisen, dass ich jetzt vermehrt meine Videos auf Dailymotion hochladen werde und sehr wahrscheinlich bald überhaupt gar nicht mehr auf YouTube, weil das nicht mehr haltbar für mich ist und ich es nicht nötig habe, mich als Hassprediger bezichtigen zu lassen, nur weil ich die Wahrheit erzähle. Ihr könnt auf YouTube Videos hochladen, wie Kinder verprügelt werden, wie Jugendliche eine ganze Flasche Schnaps austrinken und danach besoffen in der Ecke liegen, in den eigenen Erbrochenen. Ihr könnt Videos über Schlägereien, über alles Mögliche könnt ihr reinstellen und da werdet ihr nicht eine einzige Verwarnung bekommen. Aber sobald ihr die Wahrheit redet, sobald ihr über die Bibel redet, sobald ihr über Jesus Christus und Gott redet, werdet ihr als Hassprediger mundtot gemacht. Das ist die Wahrheit. Ich habe es seit Jahren, seit ich Videos mache, habe ich das vorausgesagt, dass es so weit kommen wird. Und wir sind jetzt in dieser Zeit. Bei diesem Gipfel in Hamburg wurden diese Gesetze klammheimlich eingeführt. Auch, dass es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, weder im Internet noch in den Medien noch sonst wo. Ihr habt so lange Meinungsfreiheit, ihr dürft eure Meinung sagen, solange diese Meinung konform geht mit dem, was die Elite sagt, mit dem, was die Medien euch sagen, was ihr sagen dürft. Und alles andere wird als Hassrede denunziert und ihr habt dann die Klappe zu halten. Ansonsten habt ihr mit Strafen zu rechnen. Das gehört natürlich alles dazu, das gehört zur neuen Weltordnung. Das sind nur die Anfangswehen, wie die Bibel sagt, und es wird noch viel, viel schlimmer werden. Und es wird sich bald zeigen, gerade die Leute, die sich echte Christen nennen da draußen, es wird sich bald zeigen, wie stark euer Glaube wirklich ist, wenn nämlich die jetzt gibt es noch Hetze gegen Christen. Aber bald wird die Jagd auf Christen beginnen. Und dann wird sich zeigen, wer wirklich ein echter Christ ist, wer bereit ist, sein Kreuz zu tragen, wie Jesus sagte, weil Jesus wurde auch gejagt. Und zum Schluss übergeben an den Obrigen. Und er wurde gekreuzigt und zu Tode gefoltert. Und die Bibel sagt, das wird mit einigen Christen, vielen Christen in der Endzeit passieren. Und wie gesagt, dann diese Leute, die sich Christen nennen und von Toleranz reden. Toleranz, die gibt es nur für die Lüge. Toleranz gibt es nur für das Böse. Sympathie gibt es nur für den Teufel und für alles Schlechte, was die Medien als cool verkaufen. Dafür dürft ihr Toleranz haben. Das müsst ihr tolerieren. Ihr dürft es nicht tolerieren, ihr müsst es tolerieren. Und sobald ihr gegen die Sünde anredet, alles, was in der Bibel als Sünde gekennzeichnet wird, wenn ihr das tut, dann seid ihr Hassprediger oder werdet ihr mundtot gemacht und dann dürft ihr nicht mehr eure Meinung sagen. Es gibt keine freie Meinungsäußerung. Es gibt auch keine Republik. Es gibt keine Demokratie mehr in Deutschland. Dies ist längst eine Diktatur, wo die Menschen wissen es nicht. Solange sie noch einen ersten und zweiten und dritten Mercedes in ihrer Garage stehen haben, solange stört die Leute das nicht, solange die drei, viermal im Jahr im Urlaub fahren können, interessiert die Leute das nicht. Also wie gesagt, ihr werdet mich jetzt vermehrt und sehr wahrscheinlich bald nur noch auf Dailymotion wiederfinden mit den Videos. Dort heiße ich Gregor K. Punkt. Und wer nämlich auf Facebook kontaktieren wollt, dort heiße ich Konrad Gregor. Also Gottes Segen euch allen da draußen. Die Wahrheit wird man nicht stoppen können. Die Wahrheit wird man auch nicht mundtot machen können. Die Wahrheit, die wird immer rauskommen. Die Wahrheit wird immer Oberwasser behalten. Denn die Wahrheit ist ein Mann und dieser Mann ist Jesus Christus. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis bald.